Liebe Zuschauer, recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Phoenix TV. Heute begrüße ich Sie von einem Ort, der ein ganz besonderer für uns ist und hoffentlich auch in Zukunft für Sie. Ich bin nämlich an Bord der MS Artemis. Ab Mai 2011 ist es unsere MS Artania, unser neues Schiff in der Phoenix-Flotte. Und wir wollen es uns nicht nehmen lassen, Sie einmal auf einen kleinen Besuch mitzunehmen. Sie werden im Verlauf dieser Sendung viele Räumlichkeiten des Schiffes, aber auch die Außendecks sehen. Das Wetter ist heute hier in Southampton, wo wir uns befinden, etwas britisch, aber wir werden sicherlich auch noch die Gelegenheit haben, später einmal richtige Schönwetterbilder Ihnen zu bieten. Dass wir uns auf MS Artemis befinden, liebe Gäste, liebe Zuschauer, das sehen Sie schon alleine an dem Schornstein. Er ist in den Vereinstraditionsfarben, wie ich gerne sage, von P&O Cruises, der traditionsreichen britischen Reederei, noch gehalten. In der Zukunft natürlich erwartet Sie der Schornstein im altbekannten Phoenix-Türkis. MS Artania, unser neues Schiff, es ist ja ein Schiff mit rund 45.500 Bruttoregistertonnen. Und im ersten Moment erscheint das Schiff sehr groß. Es ist auch ein beeindruckendes Schiff, aber insgesamt die Silhouette des Schiffes ist doch sehr ähnlich wie die unserer Amadea. Und das Schiff passt wunderbar in die Phoenix-Flotte zwischen der Albatros und auch der Amadea. Und wir haben hier in diesem Schiff ein tolles Raumangebot für Sie. Es gibt sehr viel Platz aufgrund der Schiffsgröße, aber dennoch einer doch sehr überschaubaren Passagieranzahl. Hier in dieser Kabine, in der ich mich gerade befinde, das ist eine Kabine, die Sie, wenn Sie Lust haben, auch beziehen können. Es ist die Royal Suite, eine wunderschöne große Suite mit Balkon, mit Panoramafenstern, mit Whirlpool und. Und viele dieser Kabinen, aber auch die Standardkabinen, sind hier auf dem Schiff in einem herrlichen Zustand und ich denke, Sie können schon mit den ersten Bildern dann auch sich einen Eindruck verschaffen. MS Artania ist ein Schiff mit einer beeindruckenden Fläche, ein sehr großes Raumangebot für Sie und Sie werden es feststellen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, es gibt sehr viele öffentliche Räumlichkeiten, es gibt viele Lounges, Bars, es gibt viele schöne gemütliche Ecken.
Es gibt eine sehr schöne Show-Lounge, in der allabendlich Veranstaltungen stattfinden. Auf dem Promenadendeck, dort gibt es, oder auf dem Salondeck, dort gibt es zwei große, breite Promenadengänge, die alle wichtigen Räumlichkeiten miteinander verbinden. Hier kann man flanieren, hier kann man in die Boutiquen reinschauen. Es gibt eine Bibliothek, es gibt ein Internetcafé. Es gibt neben den Boutiquen natürlich auch Foto und Video. Ein Theater fehlt nicht, also ein Kino, wo auch verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Und natürlich die Hauptrestaurants, die gleichwertigen Restaurants MS Atania oder das Atania Restaurant und das Restaurant 4 Jahreszeiten. Daneben dann das Lido-Buffet, das Lido-Restaurant, hoch oben, auch mit großen Panoramafenstern und einer sehr schönen Terrasse. Dort können Sie dann zwanglos auch abends am Buffet vorbeischauen, zum Frühstück, zum Mittagessen natürlich auch tagsüber, wie auch in den anderen Restaurants. Die Außendecks, liebe Gäste, sie sind ebenfalls sehr, sehr schön, großzügig. Es gibt viele geschützte Liegeflächen. Dann gibt es drei Poolzonen, in denen Sie dann ein kühles Bad genießen können. Und abschließend auch dann der Sauna, der Wellnessbereich mit dem Fitnesscenter auch auf dem Sonnendeck.